Moin Palmarillos, mein Name ist Sonic, ihr seid hier auf Raps Play und wir zocken weiter eine Runde Division. Tom Clancy's The Division und der Tim ist dabei. Und wir sind gerade in letzter Folge in Gramercy angekommen und gehen jetzt hier zu der Mission. Hier ist Feindpräsenz. Wo ist denn hier Feindpräsenz? Oh, da. Ja, das hören die natürlich. Also was ich auch mega lohnt, ich hab bei YouTube gibt's so ein 12. Alter, Thomas. Was? Gibt's so ein 12-Minuten-Video von der Division. Alter, ich bin down. Wo? Hä? Komm mal her und retz mich mal. Irgendwo von der Seite ist, glaube ich, noch einer. Der hat mich hier übelst erwischt. Ich wollte gerade sagen, bei YouTube gibt es so ein 12-Minuten-Video. Da erklären die, ob eine Epidemie auf der Welt wirklich, wie das hier in der Division ist, aufzuhalten ist oder nicht. Und ich finde das eigentlich ganz interessant, ey. Das kann man sich auf jeden Fall mal geben. Da hat Ubisoft mal was Gutes gemacht. Gib dir, Brudi. Konsole benutzen. Mach ich doch gerade. JTF-Verstärkung angefordert. JTF, ey. Ah, wir müssen das Gebiet hier verteidigen. Oh, andere Seite. Erstmal ein Heal hingestellt. So, einmal. Oh, Granate. Kommt die hier hin? Ja, kommt sie. Aua, aua, aua. Oh Mann. Der ist down. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Wo müssen wir denn hin? Wir können eigentlich hier stehen bleiben. Die kommen da die ganze Zeit weiter. Warte mal, Straßensperre. Aber die Straßensperre ist doch da hinten. Nee, warte mal. Ja, wir müssen, glaube ich, die zwei Typen da beschützen. Loot. Ich habe gleich keinen Platz mehr im Inventar. Ja, kann gleich mal kaputt machen. Ich kill jetzt mal gerade. Das müsste der letzte hier sein, ja. Bereich gesichert. Lade Daten ans JTF-Netz hoch. Ja, fett. Soll ich den kaputt machen? Ich will nichts kaputt machen. Und du wirst kaputt gemacht mit Muskelkraft. Boah, sind das so viele Missionen hier. Hier ist ein Kampf. Und los. Voll gamisch. Gnadenlieferung. Echo entdeckt. Hier ist ein Echo. Mal gucken, was es gibt. Echo aktiviert. Alter, wie so ein Sniperboy direkt ins Auto geflogen. Aber das hatte ich schon, das Echo. Okay, gehen wir weiter. Ja. Ja. Okay. Gegner voraus. Markierte Position in der Nähe. Wir müssen den Nachschub erreichen. Packt sie an ihrer schwachen Stelle, wo soll die denn sein? Sparrow 5 hier, wir nähern uns jetzt ihrer Position. Wer hat die Sträflinge rausgelassen? Wow, hier ist einer. Feindkräfte nähern sich. Enemy down. Feindkräfte nähern sich. Alter, 2,5 Minuten, ey. Müssen wir jetzt hier noch ausharren. Ja, finde ich nicht gut. Alter Schwede! Feindkräfte nähern sich. Wow, da ist noch ein Sniper. Sniper weg ist Sniper. Die Box alles weg, ey. Die ist gut. Die ist gut. So, hinten kommen noch welche. Hinter uns. Komm zu Papa, wir sind hier auf dem Friedhof. Siehst du das?
Oh, die krieg ich nicht mehr gerade so leicht gekillt. Nee. Aua, aua, aua! Aua, 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 aua! Ich bin gleich down. Oh! Wo kommen die alle her? Komm, Geschütz, schieß! Okay, Geschütz regelt. Yeah. Komm, Cleaners? Nee. Die Typen, die reden immer nur so random Zeug einfach. Was? Am meisten freue ich mich immer, wenn ich irgendwelche Style-Klamotten krieg, ey. Wieso das denn? Style hier ist das Beste, finde ich, ey. Nur jetzt kann ich nichts anfangen. Schnell ab, der hat eine Pumpgun. Gott sei Dank, Mann, gibt's eine Pumpgun. Feindkräfte nähern sich. Die Rankers bringen überall JTFs um. Das LRB. Von hinten kommen die. Mann, gut, dass ihr aus unserer Seite seid. Schießt ihm die Eier weg, sagt er. So, down, down. Noch hier einer? Da hinten muss doch irgendwo jemand sein. So. Ich muss mal hier Sachen kaputt machen, langsam. Ja, mach das grad. Oh, dann mach ich das mal grad. Obwohl, da muss ich eigentlich meine Sachen erstmal checken. Ich guck mal, was ich an Waffen hab. So, wie viel hat meine denn? 11.000. Alles so scheiße. 9.000. Ich mach auch mal gerade was kaputt. M44, 9.000. Mach. Ja, komm. Ganze komischen Waffen hier, die mach ich mal alle weg. Bestätigt. Sparrow 5 ist vor Ort und kampfbereit. Zerlegen. Warum kann ich nicht zerlegen? Hey, danke. Du darfst nicht auf das Item gehen, was du momentan angezogen hast. Ach so. Ah, okay. Gut. Ich habe wieder ein bisschen Platz. Bereich gesichert. Gegner neutralisiert. Ach cool. Wir haben es endlich geschafft. Ich muss mal gerade gucken. Es hat gerade geklingelt. Moment mal. Ja. Ich sammle in der Zeit mal hier das Zeug ein. So, da haben wir hier noch was. Da hinten liegt noch was zum Anziehen. So, man hört eine Bombe ticken. Grauer Scheiß. So. Wohin gehen wir denn? Da rechts hätten wir noch eine Mission. Diese. Nebeneinsatz. Okay, Agent. Ich habe eine spezielle Bitte an Sie. Anscheinend gehen unsere UV-Filter zur Neige. Sie wissen schon, die Eingang das Virus abtöten. Die gute Nachricht ist, dass wir schon drei davon gefunden haben. Sie müssen sie nur abholen. Okay, UV-Filter abholen, Teil 1. Oh, hier liegen überall die Bomben versteckt. Hört ihr sie piepsen? Krasser Scheiß, oder? Oh, Scheiße. War das nur einer? So, UV-Filter. Nach gestohlenen UV-Filtern suchen. Hier? Hier drin? Keine Ahnung. Kommt man hier irgendwie rein? Kommt man irgendwie drunter? Kommt man hier rein? Auch nicht. Kommt man hier hoch? UV-Filter. Du Scheiße, wo soll das denn hier sein? Alter, was geht? Alter, was geht? Ich soll hier, ich soll UV-Filter suchen, aber ich weiß nicht wo. Weißt du, wo die sind? Auf der Kirche. Ja, ich weiß, wo die sind. Wow, hier steht ja jemand drauf! Zwei UV-Filter sind, glaube ich, unten und einer müsste oben sein. Also ich bin gerade oben, aber ich weiß nicht, wie die aussehen. Hier ist eine Kiste. Oh ne, da ist ein Allwetterschoner drin. UV-Filter. Warte mal, hier ist was. Interagieren? Ja. Ah, ich hab einen. Hast du welche? Dort reicht schon. Wieder reicht schon. Echt? Ja. Da kommt hier wieder so ein Darkwing Duck angelaufen. Pass auf. Darkwing Duck, beste Mann.
Beste Mann, ja. Ich schmeiß hier mal Unterstützung runter. Muss aber gerade nachladen. Okay, ich habe nachgeladen. Enemy down. Enemy down. Alter, ich oben auf dem LKW ist einer. Ey. Ich weiß nicht, wo der Schiss herkommt, ey. Vom Knie. Ah, schöne Rückendeckung, Alter. Wie komme ich hier wieder runter? Ah, hier. So, UV-Filter 2. Gibt's hier noch mehr? Okay, Agent. Ich habe eine spezielle Bitte an Sie. Anscheinend gehen unsere UV-Filter zur Neige. Sie wissen schon, die Dinger, die beim Eingang das Virus abtöten. Oh. Die gute Nachricht ist, dass wir schon 3 davon gefunden haben. Sie müssen sie nur abholen. So, nochmal UV-Filter. UV, UV, UV-Filter. UV, UV, UV. Hier rein. Scheiße, was ist denn hier los, ey? Was ist das für ein Gebäude hier? Ah, hier gibt's Werkzeuge, Boy. Ich freue mich immer, wenn wir hier irgendwas kriegen. Also, ich muss sagen, ich habe mir bis jetzt noch keine einzige Waffe gekauft von den ganzen Punkten, die ich habe. Aber craften tue ich mir ab und zu mal eine. Ich mache mir gar nichts. Also, ich mache das dann auf Level 30. Da probiere ich dann halt Gear zu jagen. Hier müssen wir hoch. Pass auf, da ist ein Gegner oben drauf. Hier wieder so ein. Der kleine Dark Sonic. Hier oben. Wo denn? Ach, du kommst ja noch höher. Ja. Du okay. Killwurst, Junge. So, ich bin auch oben. Alle Gegner auf dem Dach neutralisieren. Sehr schön. Alter, nice, Tim, nice. Heißer! Da oben, ah, da oben, da stimmt, oben. Jetzt gleich kommt hier noch ein Boss, Alter. Big Pet heißt er, glaube ich. Big oder Pet? Oder Big Dick oder so, ja. Big Dick? Das wäre ich. Nein, zu früh gedrückt. So, dafür ist der aber down. Weißt du, was? So, ich komm mal zu dir. Was sind doch alle tot? Jo. In der Wohnung nach dem UV-Filter suchen. Hui. UV-Filter, UV-Filter. Hier das? Ah, ich hab einen. Freust du dich? Ja. So, fehlt noch einer. Warte mal, hier liegt was, hier liegt was. Hier drüben irgendwo. Oder da drin? 3 und 4 kommt noch und dann sind wir durch. Hier. Ein Ratgeber liegt hier. Ja, 3. Also die hat gesagt, 3 UV-Filter sind das. Kommt mal hier irgendwo runter wieder. So. Boah, wie viele Missionen gibt's denn hier? Warte, wir machen mal das hier hinten noch erst, oder? Obwohl, das können wir auch dann machen. Bevor wir zur Mission gehen. Gut, dann gehen wir geradeaus. Agent, ich habe eine spezielle Bitte an Sie. Anscheinend gehen unsere UV-Filter zur Neige. Sie wissen schon, die Dinger, die beim Eingang das Virus abtöten. Die gute Nachricht ist, dass wir schon 3 davon gefunden haben. Sie müssen ich bin mal gespannt, abholen. Wie das Pokémon Tekken ist, ey. Pokémon Tekken? Wieso bist du da gespannt? Ich würde es mir auf jeden Fall ganz gerne mal angucken. Ich habe ja noch nicht mal mehr einen Gameplay-Trailer gesehen oder sowas. Ja, das wirst du morgen machen können, Tim. Ist das nicht schön? Ja. Wenn man so einen Let's-Player-Freund hat, der sich immer die neuesten Spiele kauft, obwohl das erst in 4 Tagen rauskommt. Doch, das ist auf jeden Fall cool, ey. Und dann muss man überlegen, kommt in 2 Wochen kommt Resident Evil raus, ja? Das ist auch nicht mehr lange. Oh, da freue ich mich drauf. Resident Evil 5, das wird lustig, ey, wenn wir das zocken. Pass auf, Gegner voraus. Da bin ich ja mit der Sniper schneller. Wow, da kommen ja noch mehr. Aua. Heiliger Crack Junk. Okay, ich beziehe Stellung hier. Okay, weiter geht's. Mal kurz aufgeheilt. Aufgegeilt.
Die Ampeln wackeln hier so voll, wenn ich laufe. Da fällt der einfach hier tot um, ey. Wer? Der hier. Ach so, oder ne, der ist nicht tot. Der liegt einfach nur da. Aber wir können den erschießen. Nee, lass mal. Da kommen welche. Siehst du, weil du hier wieder Krach gemacht hast mit deiner Rumballerei. So wie in der Dark Zone, ey. So, da vorne gibt's UV-Filter. Da streiten sich welche. Warte mal, da stehen aber Boys. Ein Boy down. Ein Boy down. Ein Boy nicht down. Verkackte Sniper-Schlampe. Guck mal, der arme Typ hier. Die haben alle Angst, die Zivilisten. So. War's das? Ich hoffe doch. So, UV-Filter. Wo sind sie, Tim? Du bist der Fachmann hier für die UV-Filter. Der UV-Filter-Fachmann. Guck mal, wir müssen jetzt hier hoch. Ah, über den LKW wieder rum. In das Gebäude Alter, reingehen. Hier hängen ja Tote. Und das ist eine Taube oder sowas. So ist das hier bei Tom Clancy's Division. Unverwundbare Raben stehen darum. So, was ist denn das hier? Ein Krankenhaus oder sowas? Hier sind Krankenbetten. Alter, ich räume auch alles in den Weg in die Treppen, gell? Damit man ja nicht da durchgehen kann. Ah. Sie haben uns gerade einen ganzen Haufen tote Viren eingebracht. Naja, Sie wissen schon, wie ich das meine. Vielen, vielen Dank. Blaupause M44 Jagdversion. Klingt vernünftig, oder? Oh shit. Au. Okay, nächste Mission. So, ich schau mal auf die... Dick Schaden. Warte mal, hier ist ein Eingangsbericht. Wo ist der denn? Oh ne, der ist zu weit weg. Der liegt nicht in unserer Richtung. So, da oben ist ein Kampf. 1, 2, 3. Komm, wir haben noch 3 Missionen. Die machen wir auf jeden Fall, diese Folge. Und in der nächsten Folge machen wir dann die Hauptmission. Freue ich mich drauf. Na, ich glaube, das ist die coole Hauptmission, ey. Die ist nice. Die ist nice, sagt er. Wow, wir schießen hier auf mich. Sind ihr behindert? Hier ist doch jemand. Ah, da! Wow! Enemy down. Was für Straßenschlachten hier jedes Mal, ey. Scheiße! Ich geh down. Inventar voll. Muss mal kurz was kaputt machen. Kommen wir mal bei Rüstungen. Ich finde auch nichts, was mir in irgendeiner Weise irgendwas besser macht. Ich brauche hier in dem Gebiet gar nicht mehr zu gucken. Ich mach alles kaputt, aber dafür gibt es ja wieder Waffenteile und sowas. Da kann man sich auch drüber freuen. Alles mitnehmen, was geht. Okay. Ein weiser Ratschlag vom Tim. So, bist du schon da in der Mission? Ne, Elektronikteilchen hol ich mir gerade. Ich will auch Elektronikteilchen. Ja, cool. Pass auf, hier piepst eine Bombe irgendwo. Hier wird geschossen. Aua! Arschloch. Ich treff den nicht. Hä? Ich treff den nicht, den Kerl. Bei mir stand gerade einer von der JTF davor, ey. Konnte nichts machen. Alter, du Assi. Ah! Oh, worauf ich auch ziemlich freue, ist Ratchet & Clank, wenn das rauskommt. So was spielst du? Das kommt auch im April. Habe ich mega gern gespielt, wo es halt noch für PlayStation 2 und PlayStation 3 rauskam früher. Wo ich noch ein kleiner Bube war. Das ist ja gar nicht lang her. Ja. 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 So, was müsst ihr denn hier machen? Aua. Officer, was ist? Ich hab Knieschmerzen ohne Ende, Alter. Kommt vom vielen Zocken. Aber richtig schlimmer, ey. Hä? Kommt vom vielen Zocken. Nee, ich weiß nicht, wo das herkommt. Fühlt sich an wie Kreuzband, hatte ich ja schon mal.
Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Weil hier liegt immer so viel Loot rum, ey. This much loot is liegen hier rum. Aua, wer schießt denn da? Was bist du eigentlich für ein Level? 21. 21. Viertel fehlt noch, da bin ich 22. Hier, die Missionen geben ja quasi nichts mehr jetzt für mich. Aber ist auch besser so. Ich will ja mit dir zusammen leveln. Oh Mann. Du stehst mir im Bild, wie immer. Bye. So, da hinten sind. Da kommen sie, da kommen sie. Shotgun Boy! Oh, pass auf, da ist eine Sniper-Tussi. Okay, noch jemand? Da muss doch irgendwo einer sein. So in diese Richtung irgendwo. Da hinten. Sniper. Enemy down. Gegner neutralisiert. Sehr nice. Okay, haben wir geschafft. Nächste Mission. Und los. 171 Meter noch. Die Folge ist eigentlich schon wieder vorbei, aber ich überziehe die Folge mal ein bisschen, weil wir wollen dann in der nächsten Folge frisch mit der Hauptmission hier in diesem Gebiet anfangen. Deswegen machen wir gerade die zwei Nebenmissionen noch hier in der Folge. Und bevor ich jetzt wieder... Haben wir dann die ganzen Nebenmissionen und die Ressourcenmissionen auch alle gemacht? Ja, ja. Haben wir dann gemacht. Also zu zweit geht's wirklich schneller als alleine. Ich hab's ja alleine schon gemacht und... Du kommst zu zweit wirklich flott durch hier. Potenzielle Feindbasis. Feindbasis, guck mal hier. Los, mach sie kalt. Du Arsch da hinten. Stirb. Hier ist eine Elite oder so. Ja. Alter, ich krieg hier auf den Deckel. Stell mal Heilungskiste auf. Da oben muss jemand sein. Das Geschütz schießt da hoch. Ah, da. Da ist ein Bossgegner. Der kommt gerade die Treppe runter. Ich muss nachladen. Alter, die ganze Bude fliegt hier in die Luft. Verrückter. Was ist das hier für ein Haus? Empire Autumn. Hier liegt irgendwas hier hinten. Ja. Oh cool, dann hab ich's selber noch nicht. Ich persönlich mit dir reden kann. Um Gottes Willen, lass den los. So, hinten ist noch ein Nebeneinsatz. Würde sagen, ich sag's nur ungern, aber uns gehen langsam die Vorräte aus und wir haben Probleme, den letzten Nachschubabwurf an den Rikers vorbeizuschmuggeln. Okay. Die sind immer noch da, wissen Sie? Gut, also, die Tussi sagt, da sind noch ein paar Rikers und die haben Probleme, den Nachschub da vorbeizuschmuggeln. Deswegen gehen wir jetzt erstmal die Nachschublieferungen machen und dann würde ich gerne mal in die Hauptbase würde ich dann noch nicht gerne. Weiß noch nicht, ob ich dann... Oder doch, vor der Mission würde ich gerne mal in die Hauptbase. Das machen wir auch noch diese Folge. Dann bringt dir eigentlich nichts. Lass uns doch besser danach machen, wenn du die 100 Ressourcen noch hast. Da liegt ein Handy. Ja, aber ich würde gerne meine Sachen verkaufen und sowas. Warte mal, das muss im Untergrund sein, das Handy. Mach sie doch einfach kaputt. Mach dich gleich einfach kaputt. Nee, machst du nicht. Warte mal, unten, hier unten war ein Handy. Komm mal mit. Irgendwo dann hier unten. Komm ich vorbei, mach dich kaputt. Ich weiß, wo du wohnst, Junge. Ich weiß auch, wo du wohnst. Handy. Na ja, gut, aber vielleicht hast du Glück, weil ich ja als Krüppel gerade fungiere. Ich möchte zunächst betonen, welch ein Vergnügen es ist, für einen Konzern wie Ihren zu arbeiten, der sich so um die Sicherheit unseres großen hey, morgen humpel ich dann in die HNO-Praxis, lasse mir dann in meinen Hals gucken, danach in meine Nase und dann beschwere ich mich darüber, dass mein Kreuzband wieder wehtut. Hinter Ihnen gibt es eine Explosion. Mach das doch. Dann folgt ein Schwenk nach unten, wo ein Soldat in der Uniform Ihres Konzerns ein Dutzend Feinde mit einem massiven MG ausschaltet. Unterlegt mit Heavy Metal und einer Stimme aus dem Off, die betont, was für unglaubliche Abenteuer Ihre Männer Tag für Tag erleben. Sagen Sie mir Ihre Meinung.
Wow, ups. Aber ich habe eine blutende Wunde bekommen. Nice. Der heilende Tim. Direkt mal hier. Oh Mann, ich blute immer noch. Wie lange blute ich denn? So, da hinten geht's ab. Durch den Rauch. Wollen Sie mich einschüchtern? Wollen Sie mich einschüchtern? Warnung, eintreffender Gegner. Da vorne links. So, hey, das verteidigen oder was? Enemy ja, es gibt jetzt ein paar Punkte, die wir hier verteidigen müssen. Das geht flott. Oh, da ist der nächste Punkt schon. Oh, mein Inventar ist voll, das kann doch nicht sein. Alles Sachen, alles Ressourcen, die ich hier liegen lasse jetzt. Ja, ich weiß nicht, warum du das Zeug nicht kaputt machst. Ja, weil ich jetzt gerade keine Zeit habe. Muss ja hier die Vorräte verteidigen, Boy. Dann mach ich die mal gerade kaputt. Mal ein bisschen was. Ups, falscher Knopf. So mitten im Kampf einfach, weil ich es kann. Warnung, Ware wird beschossen. Die Ware wird... Oh, hier, guck mal, hier kriege ich ein bisschen mehr Leben, aber weniger Schaden. Warnung, eintreffender Gegner. Voll ungewohnt, dass ich jetzt PlayStation Plus hab, ey. Warum ist das ungewohnt? Ja, weil ich es erstmal dafür bezahle seit so langer Zeit, ey. Tja. Wobei ja alles bei mir geklappt hat, nur bei dir Rocket League nicht mehr. Ja, warum auch immer. Da unten ist noch eine Kiste. Kiste, wo ist sie denn? Ah, hier, versteckt im Busch. Ich komme gleich wieder hier zurück. Für Level 22 habe ich was gefunden. Ich bin ja gerade mal 21. Wie kommt man denn dahin, wo du bist? Warte mal, hier ist doch der Safe-Raum. Wie kommst du denn dahin, Alter? Eintreffender Gegner. Hier ist eine Gasse, so. Eintreffende Gegner. Ah, hier ist so ein Dinge. Und jede Menge Loot! Warnung, eintreffende Gegner. Oh Mann, wie viele Gegner kommen denn hier? Alles voll, alles voll, alles voll. So, geradeaus. Ah, stimmt, wir müssen gleich wieder zurück. Kiste gefunden. Ja. Alter! Ich bin down! Ich bin down! Oh Mann, Tim. Hi! Gute Arbeit! Wo ist denn hier die Kiste? Ich will die auch mal haben. Hier unterm Baum war die. Achso, Tatsache. Neue Stufe erreicht, 22. Und du? Ah, ich hab dich überholt. Echt? Was ja. Für ein Level hattest du denn vorhin? Weiß ich nicht. So, mach jetzt mal kurz eine Blitzreise in die Base. Dann zerlege ich mal mein ganzes Zeug und sowas. Und guck mal, ob ich was Besseres tragen kann, als ich habe. Gib mal die Mission ab und dann spielen wir die Hauptmission in der nächsten Folge. Aber ich lasse das gerade noch hier drin. Moment. Da habt ihr noch ein bisschen was zu gucken, was ich hier so an neuem Zeug hier zusammengekratzt habe. Für dieses Viertel getan. Sie sind eine echte Inspiration. So, alles klar. Jetzt schaue ich mal nach. So, was haben wir denn an Waffen? Nur Scheiße. Okay. So, an Pistolen. Was haben wir da? Oh, eine M9 Militärversion. Die würde ich ja gerne mal anziehen. Haben wir hier noch Mods drin? Nee. Gut. So, eine neue Pistole habe ich schon mal. Das ist auf jeden Fall cool, ey. So, was sagt denn der hier? Pistole mag ich selber. So, ich habe den blauen an. Der blaue macht mir insgesamt mehr. Der hat mehr Rüstung. Also ziehe ich den schon mal nicht an. Brauche ich ja irgendwas, was mir ein bisschen mehr Leben macht mittlerweile, so, weißt du? Ich hab aber gar nichts. Auf wie viele Lebenspunkte kommst du denn? 6400. 6400 Lebenspunkte? Ja.
Ja, ich habe jetzt 12,6. Das ist echt ein bisschen wenig. Ist immer. Aber ich habe hier keinen Gegenstand, der mir Leben mehr dazu macht. Keinen einzigen. Komisch, oder? Handschuhe auch nix. Ja, das ist halt wenig, ne? So, Stufe 21, was hätten wir denn hier? 613. Trefferschaden, Kritte, Sturmgewehrschaden würden die machen. Hilfspostenwirkzeit. Natürlich ganz cool. Hilfspostenwirkzeit, meine machen. Befestigung. Gut, dann machen wir mal die rein. Risikohandschuhe. So. So, was haben wir hier? Oh, hier habe ich was, was mir Leben dazu macht, aber das ist echt scheiße. Warte mal. Hier würde ich ein bisschen mehr. Fertigkeit Elite, Erste Hilfe, Verbündetenheilung. 4%. Da würde ich voll weit mit Fertigkeiten-Dings runtergehen. Und zwar auf 388, würde auf Stärke dann mehr gehen. Aber hätte dann mehr Leben. Was hätten wir denn hier? Pistolenschaden, ballistischer Schildschaden. 580, 320. Oh, hier, die sind besser. Okay, jetzt habe ich fast 10.000 Leben. Das ist schon mal besser, oder? Auf jeden Fall besser, ja. Okay, ich mach mal alles kaputt. Gut. Kann ich noch irgendeine Mod anlegen? Hier kann ich noch eine Mod anlegen. Am besten für Lebenspunkte irgendwas. Oh. Naja, gut. Okay, ich wäre soweit. Gut, Pamarillos, ich bedanke mich fürs Zuschauen. In der nächsten Folge gehen wir dann auf jeden Fall mal in die neue Mission rein. Und dann bin ich gespannt, ob wir das schaffen zu zweit. Bis dahin, denkt an den Daumen und stay Pam. Tschüss! Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt einen Kommentar, denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.